Jonah. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Scheiße, ich hab satt für diese Arschlöcher einzuspringen. Sie sind 5 Meilen flussabwärts. Signal ist stark.
Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Out. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe mich mal um. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung.
Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Parvenir, hier ist Commander Rook. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rook out. Wir sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht sind sie okay. Sag mir wenigstens, wenn du weg musst. Ich habe ein komisches Gefühl. Dieser Scheißort. Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rock war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier... Wo ist er hin? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Dieser Scheißort. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Ein Einsturz, zu tief wir haben etwas gesucht. Es gibt viele Gründe, vielleicht warum haben Kontakt die es abreißt. Gefunden. Und es war was anderes. Das Aufklärungsteam macht das schon. Alles klar. Hier muss irgendwas sein. Jonah, Commander Rook ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rook war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert?
Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck-Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges.
Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguar-Maul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Laura, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Thank you.
Lass das doch. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ich kann noch... Oh Gott. Sie sind hier! Wovor haben die so viel Angst? Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur blaue Zähne. Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Was zum Teufel soll das? Okay, verstanden. Verdammt! Dort vielleicht. Ich bin zu gut für dich, was? Rein gar nichts. Das wäre ein guter Ort.
Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Sichert den Bereich, Männer. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Linke Seite! Die Dinger sind überall. Was sind das für Kreaturen? Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg.